seid ihr endlich? Ich dachte, ihr kommt früher. Naja, also der Vietnamkrieg lässt sich ja auch nicht in 5 Minuten lernen. Hm? Wie ist es denn bis jetzt gelaufen? Hervorragend. Ich hätte euch gern dabei gehabt. Sag mal, Blond ist doch auf Bewährung aus, oder? Nee. Vergiss es. Ah, ich sehe, du denkst genau das, was ich denke. Nein, und das habe ich Tanja auch schon gesagt. Erzähl mir mal kurz zu, willst du deine Frau noch mal irgendwann ohne Gitter sehen? Ja, verdammt noch mal, stell dich nicht dümmer, als du bist. Die beiden sind unsere einzige Chance. Keine krummen Dinger. Wir machen es auf meine Weise. Sag mal, Hölle. Etwa ist ein Lachs so scharf. Ach so, das ist die Wasabi-Mayonnaise. Ja. Geht's wieder? Ach komm schon, Wasabi ist nie im Leben so scharf. Das ist die Narbe. Entschuldige. Alles wieder gut. Da hinten möchte noch jemand was trinken. Genau da hinten ist aber niemand. Dann stell dir vor, da wäre jemand. Also, ich könnte die ganze Sache natürlich jetzt klüger einfädeln, aber ich möchte gerne schnell zur Sache kommen. Ich habe dich doch damals vor Gericht verteidigt, gegen meine Frau. Ja, ohne mich wärst du nicht mit Bewährung da rausgekommen. Und warum erinnern Sie uns gerade jetzt daran? Weil, streng genommen, schuldet ihr mir noch einen Gefallen. Sie haben Ihren Job gemacht, als Anwalt. Und meine Ehre dabei aufs Spiel gesetzt. Deswegen könntet ihr mir jetzt einen Gefallen tun. Ihr wisst doch, dass meine Frau in U-Haft sitzt. Es existieren allerdings Aufnahmen, die beweisen, dass Tanja nicht verantwortlich ist für den Sturz von Sonja Jäger. Und warum erzählen Sie uns das? Weil eure liebe Großmutter diese Aufnahmen unter Verschluss hält. Und ich bereit ist, sie rauszurücken. Tanja ist unschuldig. Also eins ist mal sicher. Unschuldig ist ihre Frau auf keinen Fall. Timo. Nix Timo. Tanja hat meinen Vater auf dem Gewissen. Und sie ist momentan genau da, wo sie hingehört. Schönen Abend noch. Und grüßen Sie Ihre reizende Gattin. Sie sehen sie ja sicherlich früher wieder als ich. Tick, tack. Vorsicht. Sind Sie nervös? Die Presse guckt schon. Wäre doch schade, wenn Sie sich Ihren großen Auftritt von heute noch kaputt machen würden. Stimmt das? Gibt es diese Überwachungsaufnahmen? Ich habe keine Ahnung, was sich Graf Lahnstein da zusammen fantasiert. Und du wolltest doch auch immer, dass Tanja ihre gerechte Strafe bekommt. Ja, selbst wenn. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Für mich zählt nur noch meine Abi-Prüfung morgen. Sonst Ende im Gelände. Sebastian von Lahnstein wird euch nicht mehr behelligen. Versprochen. Ich hoffe, du sagst diesmal die Wahrheit. Wir wissen ja schließlich alle, dass es nicht gerade deine Stärke ist. Immerhin weiß Clarissa jetzt, dass ich sie nicht aus den Augen lasse und dass sie mich so schnell nicht los wird. Du hast dich dazu entschieden, ihr auf die Nerven zu gehen. Das ist ja eine tolle Strategie. Das nennt man auch psychologische Kriegsführung? Nein, das nennt man Vorwarnung. Jetzt hat sie genügend Zeit, die Aufnahme in Sicherheit zu bringen. Du hast sie nicht gesehen. Sie war nervös. Ja, und jetzt wird sie doppelt vorsichtig sein. Verdammt, Sebastian, um sie klein zu kriegen, da muss uns was anderes einfallen. Was ist mit ihren Enkeln? Doch, das lief super. Ich habe sie in einen muffigen Keller eingesperrt und da bleiben sie jetzt bei Wasser und Brot, bis sie mir versprechen, ihre Großmutter ans Messer zu liefern. Sehr witzig. Wobei das funktionieren würde. Immerhin haben sie das auch mit mir getan. Tanja, bitte. Es reicht. Der kleine Mendes und seine Freundin, die glauben dir übrigens kein Wort mehr. Ich vermute fast, das hat mit eurer gemeinsamen Vergangenheit zu tun. Warum hast du nicht Ansgar sprechen lassen? Dann wäre es anders ausgegangen. Eben, ich finde es reicht, dass du im Gefängnis sitzt. Oh. Ach, verdammt, Sebastian. Was soll ich denn jetzt machen? Du darfst jetzt nicht aufgeben. Denk an deine Familie. Denk an Emma und Hannes.
Sind wir das noch? Eine Familie? Das ist jetzt nicht der richtige Moment, darüber zu reden. Du musst jetzt erstmal hier raus und dann sehen wir weiter. Sebastian, kommen Sie sofort hierher. Schlechte Nachrichten? Sie sind zu spät. Sagen Sie mir einfach, was Sie wollen. Sie haben mit meinen Enkeln gesprochen. Nette Kinder. Bisher habe ich Sie und Ihre Familie respektiert. Das, was Sie sich in den letzten Wochen so geleistet haben, das nennen Sie Respekt? Deshalb habe ich auch von einer Anzeige bei der Anwaltskammer gegen Sie abgesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen danken kann. Sollten Sie noch mal meine Enkel belästigen, sind Sie die längste Zeit Anwalt gewesen. Ich werde dafür kämpfen, dass meine Tochter ihre Mutter wiederbekommt, ganz egal, was Sie tun. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wollen Sie denn Tanjas Unschuld beweisen? Ein Anruf von mir und Sie sind Ihre Konzession los. Und dann können Sie Ihr Mandat für Tanja niederlegen. Wir haben es verstanden.